Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von Infrakta und ich bin in Evolv. Hm, wieder mal. So, was? Was? Tolle Show. Nutsuki. Mhm. So, Evolv, Stage 2. Was bedeutet das? Das bedeutet, Evolv ist mittlerweile free to play. Hm. Halte ich für eine sehr schlaue Idee. Deshalb steht hier dran nochmal Beta, weil sie testen das jetzt erstmal aus, wie das alles funktioniert. Ich habe schon gehört, das soll jetzt mehr Leute anlocken. Ich habe schon gehört, sie haben es ein bisschen dafür umgebaut. Wir machen mal Training, um herauszufinden, wie das jetzt dann anders... Also angeblich soll es jetzt hier anders sein. Also ich halte das schon deshalb für eine schlaue Idee, weil Evolv ist für mich irgendwo vergleichbar mit Noskos. Jetzt wird jeder sagen, nein, also Noskos ist ja ein Spiel, war ein Spiel, ab 18, Vampire gegen Menschen, sehr schnell, sehr hart, sehr schönes Spiel, aber obwohl Free-to-Play immer Probleme gehabt, Spiele zu finden. War einfach nichts los und weil nichts los war, wurde auch keine Knete mitgemacht. Ergo, irgendwann platt gemacht. Evolv, Vollpreisspiel, Ausblick auf Multiplayer. Ihr müsst Hank finden. Ich werde Hank finden. Ich hole Val und Maggie, dann komme ich mit dem Schiff. Und ich werde Hank finden. Er hat gut gekämpft, allein gegen das Monster. Er hat sich seine Rettung redlich verdient. Ist ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter. Asymmetrisch, weil man kämpft ja mit einem Team von verschiedenen Charakteren gegen ein Monster, das sich entwickeln kann. Also ja, Evolv. Das Jetpack funktioniert klasse. Sag Abraham Danke von mir. Das kannst du ihm selbst sagen, sobald du da raus bist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt der Monty auf die Idee, die sind vergleichbar? Ganz einfach. Es sind Spiele. Ist gut, dieses Rank Raja Jetpack. Die Pitre-Modelle sind zu schwach für mich. Das hat Hyde auch gesagt. Allerdings hat er sich etwas schillernder ausgedrückt. Allerdings ist es so, in beiden Spielen ist man auf eine sehr kleine, enge Gruppe von Spielern ausgegangen. Sagen wir mal ehrlich, Noskos, schon durch die USK 18 Begrenzung, nochmal durch das Spielprinzip, waren schon nicht viele Leute, die angesprochen wurden. Evolv auch die ganze Zeit, relativ eng begrenzter Bereich, wer sich dafür interessiert hat. Und weil es halt Vollpreis war, war halt das nochmal eingeschränkt. Weil ein Spiel einfach mal kaufen, wo man nicht genau weiß, ob man dann überhaupt jemanden findet zum Spielen, wenn es allein auf Multiplayer ausgelegt ist. Aus dem Grund finde ich das halt vergleichbar, weil ich finde, es sind beide Spiele, die besser funktioniert hätten, wenn man sie ruhig zum Vollpreis verkauft hätte, aber mit einer guten Singleplayer-Kampagne dabei und der Multiplayer als Gratis-Bonus dann dabei. Ja, das hätte man ja so machen können. Beide verkauft man, sagen wir mal, 39,95 als Vollpreisspiel, also mehr oder weniger Vollpreisspiel, dann mit Singleplayer-Kampagne. Dann kaufen sich die Leute das, weil beide Spiele geben das ja problemlos her. Ein schönes Singleplayer, ja, von der Story und vom Konzept. Den Multiplayer-Teil, der dabei ist, der kann man ja dann als Free-to-Play machen. Der läuft dann über die Server von denen, da kann man dann irgendeinen Muckefuchs sich noch kaufen, für die ganzen Kinder irgendwelche Waffeskins und weiß ja geil, was ein Scheiß die Leute heutzutage kaufen. Dann hätten sich auch die Server dadurch refinanziert. Ja. Das heißt, man hätte seinen Schnitsche gemacht und hätte, obwohl relativ begrenztes Zielpublikum, hätte man trotzdem das Spiel erfolgreich vermarkten können. Hier ist man die ganze Zeit so, also bei Noskos hat man Free-to-Play gemacht, was nicht funktioniert hat, bei dem zu eng fällt, und hier hat man halt ein Vollpreisspiel gemacht, das aber allein auf Multiplayer ausgelegt ist, was das aber auch nicht funktioniert hat. Weil, seien wir mal ehrlich, Multiplayer-Spiele, ja, zum Vollpreis mehr oder weniger, das funktioniert halt wirklich nur bei einer Handvoll Titel. Ja. Bei Call of Duty, bei Battlefield, bei Counter-Strike, wobei Counter-Strike auch nie zum Vollpreis eigentlich rausgehauen wird, weil die einfach... Weil die einfach ihre Fans haben. Das sind Mammutvögel.
Ihr müsst sie nicht töten. Die sind eigentlich harmlos. Ich will dem Monster keine Nahrung hinterlassen. Okay, okay. Hier Blizzard mit Overwatch. Aber die haben es auch nicht zum Vollpreis wirklich rausgehauen. Das... Das kann halt Blizzard sich auch leisten. Ihr habt das Faultiere wütend gemacht. Während der Bronzezeit haben sie ein ausgeprägtes Territorialverhalten. Das soll er mal gucken. Bei einem wütenden Kultschnabel-Faultier solltest du vielleicht vorsichtiger sein. Boah, mein Schild ist mehr als ausreichend. Ah, okay. Hallo? Haben wir gewonnen? Irgendwie kümmert's keinen, dass ich hier rumliege. Komm, hoch mit dir. Wo sind die anderen? Ich bringe sie gerade zu euch. Ich sende euch gleich die Koordinaten. Oh Mann, mit dem Monster kommen wir allein nicht klar, das kann ich dir sagen. Du hast die Bestie gesehen, die wir töten sollen. Ja, und eins sage ich dir, Bruder, sie ist groß und verdammt sauer. Genau wie ich. Ja, irgendwie wusste ich, dass du das sagen würdest. Ein Tyrann! Ich habe Minen. Wir locken die Bestie aus ihrem Versteck. Oh, sieh mal an, ein Albino! Wir sollten ihn besser töten, sonst erwischt ihn noch das Monster. Das meine ich, das Spiel wird auch wirklich ein sehr schön ab PvE hergeben. Also es wird wirklich einen Singleplayer hergeben, das wird auch einen schönen PvE-Modus hergeben. Wir sind da. Na, Jungs, habt ihr uns vermisst? Das haben wir, Valerie. Kein Mann mit Verstand würde ohne dich das Monster bekämpfen. Oh, ich wette, das sagst du zu allen Mädchen. Tue ich nicht. Das war nicht so... Lass uns einfach das Monster finden. In die Richtung. Ich sage es euch, das Ding ist groß. So groß wie ein Haus. Komm schon! Harpunen fallen bereit!
Monster kein Problem. Boom! Das verkraftest du nicht! Ja, nee. Die Halle ist kaputt! Achtung! Ich bin hier sofort! Betäubungsgewehr bereit! Friss meinen Laser! Betäubungsgewehr bereit! Halt! Ich habe eine Falle vorbereitet! Feuer auf die Schwachpunkt! Betäubungsgewehr bereit! Boom! Das verkraftet für dich! Fallen bereit! Her mit dem Monster! Terminiert! Ich meine, tot! Verschwinden wir von hier! Ja, das geht jetzt aber schnell. Wollen wir das jetzt irgendwie klein machen, mitnehmen? Von mir ist den Kopf abtrennen, als Zeichen so, hey, wir haben es geschafft, wir wollen unsere Belohnung. Okay, also die haben jetzt ein neues Trainingssystem eingebaut, das sie auch sehr schön gemacht haben. Also hier so storymäßig eingebunden. Weg natürlich auch direkt wieder die Lust. Da kommt das L her. Also irgendwie nicht falsch verstehen. Es weckt die Lust auf einen Singleplayer-Kampagnenmodus, aber das wird jetzt natürlich erst recht nicht mehr kommen, jetzt wo es ein Free-to-Play-Multiplayer-Spiel ist. Jetzt würde ich trotzdem kurz einen Cut setzen. Keine Angst, dabei bleibt es ja nicht. Ich komme dann gleich wieder und dann spielen wir mal Herausforderungen. Oder halt einfach nur spielen, damit wir das mal sehen, was hier jetzt los ist von den Leuten. Dann bis gleich. Tschüss!